Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Projekt The Longest Journey. Ich bin's Play Like a Lady und wir haben ja Traumfänger beendet und fangen einfach eine neue lange Reise an und starten im Prolog ein Unwetter naht. Das Spiel ist blind, ich habe keine Ahnung davon und mal schauen, was uns erwartet, nicht wahr? Ihr seid also gekommen, um eine Geschichte von mir zu hören. Wir möchten gern eine Ihrer Geschichten hören. Sie haben so viel gesehen, schon so lange gelebt. Ja, Geschichten klingen gut. Danke, dass du mich an mein Alter erinnerst, Kind. Aber keine Sorge, ich bin eine alte Frau, aber ich hatte ein langes und erfülltes Leben. Und ich habe Geschichten zu erzählen. Ja, cool, dann rück mal raus damit. Welche Geschichte wollt ihr hören? Eine wahre Geschichte. Alle meine Geschichten sind wahr, Kind. Es gibt schon genug Märchen in der Welt. Es gibt keinen Grund, noch weitere zu erfinden. Allerdings. Dann erzählen Sie uns die Geschichte des Gleichgewichts. Du willst die Geschichte des Gleichgewichts hören? Ach, die ist so lang für einen Abend. Aber ich erzähle euch eine Geschichte, die ich vor langer Zeit gehört habe. Eine Geschichte, die zu einem wichtigen Wendepunkt im Gleichgewicht wurde und die etwas in Gang gesetzt hat, das bis heute fortwirkt. Oh ja, bitte. Das hört sich genau nach der Art Geschichte an, die wir hören möchten. Genau. Na gut. Die Geschichte beginnt, wo sie endet. Wie alle guten Erzählungen. In einem Turm. In einem Reich, das es nicht mehr gibt. Na, das klingt doch schon mal sehr interessant. Dann schauen wir doch mal, wie die ganze Sache hier weitergeht. Funcom präsentiert The Longest Journey. Und, oh, etwas leuchtet, es glitzert, es leuchtet. Wie schön. Entwicklung und Produktion von Ragnar Tornquist. Künstlerische Leitung, Dietrich Tollefsen oder so. Musik von Björn Abelagim. Oh Gott, das ist ein Name. Kann man hier gar nicht aussprechen. Ich weiß auch nicht, wie die ausgesprochen werden. Der Chefprogrammierer war Morten Lode. Oder Morten Lode? Je nachdem. Was ist das denn da? Sieht nach Stein aus, ne? Oder ein Turm? Ach ja, sie hat ja von einem Turm erzählt. Dann ist das wahrscheinlich dieser Turm, von dem sie uns erzählen wollte. Hübsch. Oh, die Musik, da kriege ich voll Gänsehaut. Okay. Wie gesagt, ich werde dieses Spiel total blind spielen. Ich wurde aber auch gebeten, es zu spielen. Also hat jemand das Spiel empfohlen, sozusagen. Also das sieht ja schon sehr ästhetisch aus, auch wie dieses Männchen da hängt, ne? Das macht mir auch ein bisschen Angst. Also irgendwie weiß man auch nicht ganz, was man davon denken soll. Ich könnte ja auch einfach mal die Klappe halten, aber das wäre jetzt auch irgendwie gerade nicht so passend. Weil es passiert halt gerade auch jetzt nicht so viel. Es blinkt, es blinkt, es blinkt in allen möglichen Farben. Jetzt ist kaputt. Na toll. Was ist das überhaupt für ein Symbol? Das würde mich ja mal interessieren. Das sieht ja künstlerisch sehr wertvoll aus mit diesem Drachen drumherum. Aber wo ist das und vor allem, was soll das sein? Und wo sind wir jetzt hier? Zurück in die Zukunft! Aufstehen, ich will spielen. Huhu, aufstehen. Wow, what the? Ups.
Ja. Oh nein. Sag bloß nicht, dass ich schon wieder träume. Naja, was sonst? Es wäre so schön, nur ein einziges Mal durchzuschlafen, ohne nachts um 4 schreiend aus einem Albtraum zu erwachen. Hilfe! Da oben flackert was. Ignoriere mir das. Was ist los? Huch, was ist das denn? Okay. Was flackert da oben? Perfekt. Schätze, wenn ich das Ei nicht rette, werde ich 8 Jahre lang vom Pech verfolgt oder so. Ja, dann rette doch das Ei. Sieht aus wie von einem Reptil. Aber das kann doch nicht sein. Es ist viel zu groß und... Ich mag keine Reptilien. Komm, rette es einfach. Retten wir das Ei! Ist da ein Geräusch aus dem Ei gekommen? Junge, wird das ein Riesenbaby. Ah, das wird ein verdammt großes... Ich kann es nicht greifen, es ist zu groß und glatt. Es würde mir nur aus dem Arm rutschen. Tja, dann können wir es wohl doch nicht retten. Warum rennst du hier eigentlich Socken rum? Sockig rum. Ein Wurzel. Glück, dass die Wurzeln das Ei aufgefangen haben. Wäre ein ziemlich tiefer Sturz gewesen. Ja, ich hoffe nur, das flackert nicht die ganze Zeit da oben. Ein Nest mit Schuppen ausgelegt. Ziemlich großen Schuppen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, ich sollte verschwinden, ehe die Bewohner heimkommen. Ja komm, dann gehen wir da jetzt weg. Klares Quellwasser. Im wirklichen Leben würde eine Flasche $20 kosten. Ups. Klares Quellwasser. Ja, okay, okay. Ich bin zwar Künstlerin und kein Botaniker, aber der Baum ist tot oder kurz davor. Irgendwas ist kürzlich mit dem Felsen passiert. Wahrscheinlich hat das den Wasserlauf verschoben. Aber wo hin? Also, das ist ja irgendwie noch die Frage. Faszinierend. So eine große Schuppe habe ich noch nie gesehen. Und warum? Ich behalte sie als Andenken. Okay. Eine Schuppe ist, glaube ich, in Ordnung. Tja, wo sind die? Ein Bilderbuchpanorama. Toll. Das sagt mir überhaupt nichts. Ja, das ist das Nest. Ein Nest mit Schuppen ausgelegt. Ein Nest mit Schuppen ausgelegt. Okay. Ich bin zwar Künstlerin und kein Botaniker, aber der Baum ist tot. Oder kurz davor. Inventar. Wir haben eine Schuppe. Eine große, glatte und erschreckend reptilhafte Schuppe. Können wir mit der irgendwas? Na, egal. Okay, komm. Vielleicht mit der das Ei retten? Nee. Okay, komm, lass gut sein. Nein, ich würde es nur fallen lassen. Es muss doch auch anders ins Nest zu befördern sein. Tja, aber wie denn? Los, fass es damit, dann halt nicht. Okay, dann müssen wir umdenken und, denken darüber nach, was wir mit diesen Zweckwischen machen könnten. Oh mein Gott! Oh, welches Leid wir erdulden müssen. Oh. Wie? Baum. Warum quälst du uns so? Dich quälen? Wer bist du überhaupt? Wir sind die Stimme aller Bäume. Der Geist des Holzes... und des Blattes. Ach so, ist klar, ich bin der Weihnachtsmann. Du bist ein sprechender Baum? Keineswegs. Bäume können nicht sprechen. Zumindest nicht deine Sprache. Die Sprache der Bäume ist die des Holzes, der Wurzel und des Blattes. Wer bist du eigentlich?
wir schon sagten, der Baum. Sind wir die Stimme der Bäume. Wenn einem Baum Unrecht widerfährt, sprechen wir für ihn, sofern wir anwesend sind. Wuhu! Der Ast, das war's. Ich hätte den Ast nicht abbrechen dürfen. Ach, das ist doch nicht bedeutend. Uns kann niemand mehr helfen. Wir sind nur hier, um den Übergang in die Erde zu erleichtern. Okay, Wir? Ich sehe nur dich. Wir sind eins mit unserem Wirt, wie wir auch ein Waldgeist sind und dennoch Legionen. Tja, danke für die Erklärung. Wir erwarten nicht, dass du das verstehst. Du bist ein Mensch. Ja, richtig, ein sehr intelligenter Mensch. Wir Menschen sind ja auch alle doof. Was hast du mit dem Ei zu tun? Ei? Wie? Ach so, natürlich. Das Kind. Ja, nee, Ei, wenn nicht die Mutter Kind. Abwesend war, hüteten wir das Kind. Jetzt aber, verdorrt und ohne Kraft, können wir ihm nicht mehr helfen. Wir haben die Mutter enttäuscht und verzweifeln. Unsere Schande kennt keine Grenzen. Was ist mit dem Baum passiert? Das würde mich jetzt auch interessieren. Oh, ich meine, der Schmerz. Als die Schlacht tobte, da... Schlacht? Zwischen der Mutter und dem finstersten Chaos. Sie hat nur ihr Kind beschützt. Aber das Chaos wollte nicht weichen. Die Wucht ihres Kampfes hat den Berg erschüttert. Der Quellbach, der uns gespeist hat, wurde in die Ferne gelenkt. Ohne Wasser verdorren wir und sterben langsam. Okay, also weil der... Wer warst du nochmal? Wir sind der Waldgeist. Wir kommen in der Stunde der größten Not zu jedem Baum und spenden ihm Trost. Wir geben den Leidenden eine Stimme und erleichtern ihnen den Übergang in die Erde. Ja, ja, das habe ich ja gecheckt. Alles super. Unsere Zeit läuft ab, während wir miteinander sprechen. Der Übergang in die Erde steht bevor. Verlass uns jetzt. Was ist mit dem Ei? Dafür ist es zu spät. Ohne Stärkung fehlt uns die Kraft, um es sicher heimzubringen. Wir haben versagt. Die Erde wird ewig um unsere Schmach wissen. Okay, das klingt nicht gut. Kann ich denn gar nichts tun, um das Ei zu retten? Denn das wäre doch interessant zu wissen. Ach, von Menschen erwarten wir keine Hilfe. Das sei doch nicht so menschenfeindlich. Lass die Sprüche. Sag mir lieber, ob ich irgendetwas tun kann. Es ist zwecklos. Wir brauchen Wasser. Aber es gibt keines, seit der Quellbach seinen Lauf geändert hat. Mir fällt schon was ein. Bleib ruhig. Wir sind ruhig. Im Gegensatz zu euch Menschen nehmen wir unser Schicksal an. Solltest du jedoch entgegen aller Voraussicht Erfolg haben, werden wir das Kind sicher in sein Nest zurücktragen. Versuch es nur nicht alleine. Es würde tragisch enden. Hatte ich auch nicht vor. Gut, dann... Der Geist meinte, hier hat eine Schlacht stattgefunden. Dabei ist wohl der Felsen zerborsten und der Wasserlauf hat sich verschoben. Jep, und das werden wir in der nächsten Folge versuchen irgendwie zu korrigieren, auch wenn ich wahrscheinlich keine Felsen verschieben kann, aber irgendwie muss man dem lieben Baum und dem Waldgeist doch Wasser geben, oder?
Das schaffen wir schon. Also, bis dahin, ich bin das kleine Lady. Wir spielen The Longest Journey und das war Part 1 von wahrscheinlich einigen. Bis dahin, tschüss!